Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das? Nico? Ja. Hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist was als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Wege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Überwachst du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Wohl das Kommunikations-Array defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahlen aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Falscher Kurs! Daniel! Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße, wir sind zu schnell! Wir werden in die Hölle krachen! Chad! Auf den Notstabilisator! Da! Das blaue Licht! Das könnte uns abbremsen! Okay, ich will da raus. Na los, halt! Geht es allen gut? Bin okay. Geht schon. Hey, Johnston, alles okay? Mein Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Das wird schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kallion. Wir schicken einen Sunny. Alle anderen, zu mir.
Abstand halten. Mist, das war eine harte Landung. Kein guter Start für eine Reparaturmission. Impulsgewehre. Standardverfahren, Daniels. Wie registrieren Sie eine Flügelrutsch? Hallo? Wo sind die denn? Die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Sei stolz auf dich, Chad. Du hast uns in einem Stück hergebracht. Abgesehen von Johnson. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemand. Na, immerhin ist das Signal noch da. Melden wir uns mal an. Willkommen, Isaac Clark, auf der USG Ishimura. Rick synchronisiert. Erfasse Kinese- und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Erreicht den Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Wir hatten es eilig. Wo ist das Sicherheitspersonal? Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Oh Gott, der Gestank! Wie sieht's aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder Saft haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Nochmal Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment, hört ihr das? Ja. Ja, ich höre es. Hammond? Ganz hoch. Daniels, bin ja auch zu Videos drauf. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Warum?
Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben! Wir haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben! Smith musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen! Wir brauchen Hilfe! Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp! Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das hält sie nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Nachricht abgerufen. Menschen und Maschinenraum. Habt ihr ein Stasemodul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung. Sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen sie dann wohl? Hier, Tim, wir schicken ein Stasemodul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Die geht gerade irgendwie alles kaputt und... Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Weißt du? Ich weiß. Drei Verbrecher befestigt.
aufsetzt. Bitte warten. Eins ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben.
Wir können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich habe die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniel, mach dich bereit. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber. Nächster Halt, Flugdeck Monorail Steuerung. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich.
Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Hör mir zu. Die Ishimura ist voller. Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac. Wir müssen die Kellien reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Los! War unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Mathias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Mathias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Sogar der Captain? Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das?
Okay.